Freundinnen, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Premium Arena. Ist es eine Premium Arena? Ich weiß es nicht genau. Es ist ein Schachturnier. Ich bin sehr motiviert. Ich bin gerade eben aufgewacht. Mein Schlafrhythmus ist ein bisschen merkwürdig. Ich schlafe jetzt gerne so 16 Uhr bis 22 Uhr. Also ist vielleicht langfristig nicht ideal. Andererseits, dann wird es dunkel. Insofern glaube ich, dass mein Körper mir einfach sagt, 16 Uhr bis 22 Uhr ist Schlafenszeit, aber jetzt bin ich hellwach. Bester Dinge in, ich glaube, 2 Minuten geht dieses Turnier los. Das ist die Informationsbasis, mit der wir arbeiten. Mein Name ist Jan Gustafsson. Ich meine, dass ich noch nie eins dieser Arena, heißt es Arena? Arena-Turniere gewonnen habe. Und ich hoffe, heute ist der große Tag für Tupac Shakur hier zuzuschlagen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich mache hier letzte Einstellungen. Zum Beispiel dieses Mikro aus dem Weg zu bewegen. Und werde mich dann in den Kampf stürzen. Sagt man so. Diese Turniere funktionieren ja so, dass wenn eine Partie vorbei ist, dann möglichst schnell die nächste startet. Also ist mein Plan wie immer, möglichst schnell Partien zu beenden. Im Idealfall siegreich. Hat allerdings in der Vergangenheit selten geklappt, dieser Plan. Es widerspricht ein bisschen meinem natürlichen Schachstil, zu versuchen, einen Bauern zu schlagen und dann den in 80 Zügen irgendwie zu verwerten oder auf Zeit zu gewinnen. Und ich hoffe sehr, dass wir diese Tendenz in diesem Turnier brechen können. Wir werden sehen. Ich klicke mich hier mal durch. Live sind wir, ein Traum. Flo ist hier im Chat auch schon. Ich klicke mal auf den Link. Aber ich habe mich angemeldet. Okay. Also, alles eingerichtet. Wir studieren die Konkurrenz. Ey. Diesmal muss es klappen. Heiß, heiß, heiß. Was gibt es Neues in der Welt da draußen? Heute erste Runde beim European Team Cup. Ich habe eben geguckt. Russland gewonnen 3-1 gegen Griechenland. Die Niederlande ein Unentschieden gegen Georgien. Amerika bin ich erinnern. Jan Schachergebnisdienst sehr, sehr zuverlässig. Was hat Germany gemacht? Germany gewinnt 3-1 gegen die Slowakei. Donchenko und Swane gewinnen Remisen von Nisipeanu und Blühbaum. Ist okay. So läuft dieses Turnier. Ich sehe da irgendeine Uhr laufen, aber ich komme noch zu keiner Partie. Mache ich was falsch? Ich wüsste nicht, was. Ich bin eingeloggt. Vielleicht muss ich hier per automatically anklicken. Jetzt passiert was. Jetzt der nächste bange Moment, kann man das hier halbwegs sehen. Wir spielen gegen James Moriarty. Meinem Plan entsprechend, möglichst aggressiv spielen zu wollen, spielen wir natürlich die sizilianische Verteidigung. James Moriarty scheint eigentlich bestens darauf eingestellt. Hier Primo von Jamesy Boy. Huiuiui. James, du alter Zerstörer. Ja, ich Ton an. Sieht so aus, Dame E2, spielen wir so. Kein Plan. Dame E2, Battle ja fast ein bisschen nach C4.
hier schnell und einfach spielen. Sprecher A3 sieht logisch aus, um mich hier irgendwie zu nerven. Aber es müsste meine Stellung ja verkraften können. James Moriarty. Ist der Bösewicht von Sherlock, ne? Heißt er James? Ich weiß nur, dass er Professor Moriarty ist. So, ich bringe irgendwie mal Figuren hier raus. Mach du mal dein Zeug da, Jamesy. Damit D5 will ich C4 provozieren. Ja, warum nicht, oder? Schwächt ein bisschen das Feld. Dann springe auf B6, schäfer was albern. Irgendwas mal. Auf E3 nehmen wir den weg. Türmschild den Bauern angreifen, oder? Ach komm. Was soll der Geiz? D5, Turm A3, überlege ich gerade, ob das ein Problem darstellen könnte. Springer F4, ist mir zu kompliziert. Der Bauer kann hoffentlich nicht geschlagen werden, Turm B8 oder so. Der Springer kann nicht so weit weg, aber nach D4 stehe ich auch hier ein bisschen schlechter schon wieder. Ne? Es geht nicht wie geplant los. Geplant war, dass ich schnell gewinne. Jetzt stehe ich in einer langsamen Partie etwas schlechter. Also da ist noch Luft nach oben. Ist hier irgendjemand am Start? Chat, Alter. So aggressiv. Lass mich in Ruhe. Hab dir nichts getan. Komm, wir tauschen jetzt hier schön ein paar Springer und dann gehen wir unserer Wege. Dame H5. Jan, Fokus. Okay, macht er zum Glück nicht. Dame H5 wäre ein bisschen gemein gewesen, finde ich. So ist auch ein bisschen gemein, aber nicht so gemein. Was machen wir? Das schlechtere Endspiel? Oder das... ebenfalls schlechtere Mittelspiel. Mittelspiel, oder? Warum spielen die anderen Kinder so viel besser als ich schon wieder? Immer dasselbe Problem. Schlicht H7 könnte ein Thema sein. Weiß ich nicht genau, was dann passiert. Dame H5 kann ich G6 spielen, ist nicht so schlimm. Aber aufpassen müssen wir trotzdem. Mach ich E4, das macht mir. Turm E7, H5. Sprengschlicht H7 ist auch in der Luft. Sprengschlicht H7 geht immer noch. Leider. Moriarty macht mich hier fertig. Müssen wir es doch wieder über die Schnelligkeit regeln. Ist das 3 plus 2 oder 3 plus 0? Sieht gut aus. Naja.
Gab's ein bisschen Milch, also ein wackeliger Auftakt, aber Punkt ist Punkt, wie man sagt. Jetzt hier gegen Stefan Lamm muss das schnell gehen. F3 bestimmt ein ausgezeichneter Zug. Wer vom Bauern und versuchen dann Stefan hier schnell zu erwischen. Läufer raus, Springer in die Mitte, da mal gucken. Oh, ich muss niesen. Oh nee, den Mute-Button nicht getroffen, es tut mir so leid. Ich habe mir wirklich alle Mühe gegeben. Aber ich habe ihn nicht erreicht. H6, Springer ist jetzt schon aggressiv. Schlägt, schlägt, Dame G4. Ist auch bestimmt irgendwie matt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht durchgerechnet nach FE5. Ich hoffe, dass es irgendwie matt ist. Vielleicht hätte ich es durchrechnen sollen, ne? Ich brauche noch mehr Ressourcen, ich will den Turm hier irgendwie rüberbringen. Oder den Turm von mir aus auch. Erstmal Turm in die Mitte. Läufer D3 hier haben wir auch noch. Auf Tasch. So, schlägt. Dame Schach, König H8. Hier, zu kompliziert. Hier ein Schach oder ein Läufer F1 und ich hoffe, dass wir erst gedeckt haben, sonst ist der Plan Turm H4 und Matrose. Ne, Stefan? Ey, der Erste hat hier schon 7000 Punkte in dem Turnier. Wenn ich hier vor mich hin. Gammel. So ist noch gemeiner. Jetzt rot Dame G7 matt. Ich weiß gar nicht, ob es noch gemeiner ist. Turm F7. Vielleicht verschlagen und EF doch noch präziser. Sollte nichts am Ergebnis ändern, aber mein Tempo lässt noch etwas zu wünschen übrig. Das ist matt. Warum muss ich hier Next Game anklicken? Das war die Idee, dass man gleich die nächste Partie kriegt. K2-Expedition? 2-6 irgendwas? Was ist da los?
nicht die spannendste aller Stellen, wenn jetzt hier weggenommen wird. Aber okay, viel zu befürchten habe ich, glaube ich, auch nicht. Schwarz, glaube ich, minimal besser wegen der Struktur dieser Doppelbauern. Natürlich nichts Schlimmes passiert, aber es sollte eine Idee angenehmer sein. Und C6, dass hier kein Springer hinkommt. F6, dass wir hier keinen Stress haben. Und dann überlegen wir mal, was wir als nächstes machen. Wahrscheinlich hier ein bisschen Raum gewinnen, so B5, A5. Hier was? Ne, G5 droht noch nicht. Springer will nach F5 wahrscheinlich. Sollte mich auch nicht umbringen. C3, da müssen wir hier natürlich mal fragen, was mit den Bauern denn nun ist. Oh ne, Turm D8, was war das denn? Ich Rindvieh. So, nichts Tragisches passiert, aber musste ich nicht zwingend zulassen. Ganz wichtig zu pre-move in so einer Situation mit 2 Minuten auf der Uhr. Tauschen wir hier Türme. Oder nehme ich einfach weg? Ich glaube, ich nehme erstmal weg. Jetzt würde ich mich mit einem Turmtausch einverstanden erklären. Springer ist so passiv, dass das auch eigentlich gut sein sollte für mich. So, wie spielt man das am schlausten? Ich kann Turm F8, Turm F6 machen. Oder Leguan-mäßig mit Springer F7 die Bauern decken. Ich glaube, ich spiele so. Aber es ist sehr passiv, ich bin nicht sicher. Wahrscheinlich hätte ich was Aktiveres machen sollen. Nicht raus, D4 droht nix. Droht auch nix, oder? Ja, dann ziehe ich die Bauern erstmal vor. Das ist die Idee. Ja, gut, das kannst du machen. Das sehen wir hier nicht so eng. So, G4 sprengen, G5. Wieder komisch gespielt. Warum bin ich so schlecht im Schach? Wenn ich nicht diese so schlecht im Schach sei Schwäche hätte, wäre ich echt viel besser im Schach. Das ist doch ja mal ein wichtiges Schachgebot. So. Glorious Victory. Weiter geht das. German Hunter, 4006 ist das Rustam? Wahrscheinlich, ne? German Hunter. Was machen wir hier? So, kann man so spielen. So aggressiv.
Fetsche. So, nur Läufer E3 sieht normal aus, Läufer D2 sieht auch normal aus. Das ist ein schlauer. Läufer F4, so viele Möglichkeiten. Ich mach mal so, mal gucken, was passiert. Geht noch nichts Direktes, ne? Ich muss Figuren rausziehen, so schwer es mir auch fällt. Dumm auf E1. Springer nervt, also gehen wir weg. Läufer A4, Läufer B5 bringt mir nicht so viel, ne? Läufer C5 bringt auch nicht so viel. Vielleicht Fetsche. Komischer Zugspringer D3, aber ich muss selber. Fällt nicht viel ein, der Springer C5 ist auch komisch. B5, okay. Langsam ein bisschen Gas geben, ne? Nein! Nein, ich Idiot! Oh nein! Oh, okay, ein Turm hätte ich auch noch einstellen müssen. Oh, damit C2 nicht gesehen. Oh! Hei, hei, hei. Naja, was soll man machen? Good game.
Dann gehe ich auch nach F2, nicht nach H2 wie ein normaler Mensch. Naja. Heieiei. Ach nee, jetzt gewinne ich schon wieder nicht, Chat. Ich kann aber überhaupt. Irgendwo ein Chat am Start ist. Aber hier, komm. Weiter geht das. Heieiei. Flintencourt, jetzt auch noch Flinty. Hier das einstudiert hier, das ist Flintys Leib- und Magenvariante. Da macht ihm keiner was vor. Spielen wir das? Kann ich so spielen? Bauern angreifen. Dann schauen wir mal, was passiert. Ich habe nicht durchgezählt, ich habe das Gefühl, es sollte funktionieren für mich. Läufer F8, Dame F8, Springer D4 kann ich schlagen. Springer D2 müsste dann spielen. Ich schlage auf A1, dann Bauer nach E3 oder so. Naja, mal gucken. Springer D2, jetzt kann ich hier wegnehmen, oder? Schlägt, Dame A1, Dame D2, gibt es hier einen Schach, aber nach König E7 geht es glaube ich erstmal nicht weiter, hoffe ich jedenfalls. Und sonst habe ich ja erstmal eine Figur mehr. So, Schach, gehen wir weg. Springer C3 wahrscheinlich, aber das kann so schlimm nicht sein. Ähnlicher Schnack. Wie macht man das am schlausten? Na, schon ein bisschen tricky. Ist jetzt nicht das Traumfeld für den König in seiner Stellung. Fürchte, lieber Herr König, da kommen noch ganz andere Abenteuer auf uns zu hier. Dame C3. Vielleicht erstmal Fetsche in die Mitte. Droht hier die Springergabel. Ich kann ja Pfeile machen. Und jetzt hatte ich gehofft, dass ich vielleicht Zeit habe, hier eine Figur rauszuziehen. Turm D1. Ja, weiter nach vorne, oder? König ist ein bisschen zu aktiv, aber Figur mehr, solange es nicht matt ist. So, was für Mätzchen kann ich mir denn hier noch leisten? Kann ich E5, B5, B6 oder so? Ich weiß auch nicht, ob es Sinn macht, den König jetzt nach E5 zu stellen in der Stellung. Ich sehe auch nicht, was droht hier. Komm. Okay, ist doch gut.
So, geht das? Auch wieder gemein gespielt von Flinty. Wann hören die Schachgebote endlich auf? Er findet immer noch ein Schachgebot. Immer wenn ich denke, so jetzt hier mal Schicht mit Schach, dann kommt noch ein Schach. Beendet die Schachs! Zug, mir ist nichts eingefallen. Ich wollte auch nicht auf Zeit verlieren. Uff. Pre-Move-Probleme. Starkes Spiel von Flinkencourt. Spannende Partie. Eieiei. So, bin ich unter den Top 100 langsam mal? Wo stehe ich denn? Ne, ich bin nicht in den Top 100. 14er doch. Na dann. Hier, komm, gib mir einen Gegner. Da Grenzen enthalten. Grenzen enthalten, was soll das heißen? Das ist ja so ein Grenzschützer, will die Grenzen erhalten oder? Ich bin sehr opferfreudig, oder? Seht ihr? Sprengergabel. Deshalb gewinne ich den Bauern jetzt mit besserer Stellung. Darm tauschen wollen wir nicht. Wie mache ich das am besten? Ne? Einen Schach geben können hier. Hat dann G6, Dame E5, Turm G8, wenn ich so recht gesehen, wie es weitergeht. Das ist ein unangenehmes Schachgrenzen enthalten, aber ein bisschen spekuliert. Jetzt ist ein König in einer ausweglosen Situation, dass er sich nicht befreien kann. Ist tatsächlich matt im nächsten Zug. So, von mir aus kann es weitergehen.
Junk. Wie Paul from St. Petersburg einfach schon 30 Punkte hat, mal eben. Fabiola. F3 ist hier nicht so gut, Schmerz C3 ist besser. Jetzt kann ich hier gleich versuchen, ein bisschen Stress zu machen. Da haben wir ja nicht tauschen, glaube ich. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich Läufer B5 nicht übersehe. Aber ich übersehe es aber nicht zur Fall des Tages. E5, weiß ich nicht, schwächt ein bisschen. Oh, ich spiele schlecht. Ah, E5 war richtig schlecht. Och ne, jetzt wäre es doch schon wieder nichts hier mit schnell gewinnen. Dieses Endspiel spielen, wo ich ziemlich sicher nicht besser stehe. Ketter mit 2 kann ich mir nichts fesseln. Ich dachte, hier schlägt. Muss ich wahrscheinlich mit der Dame schlagen. Und ja, war nicht viel los. Ne, E5 war ein komischer Zahn. So, Läufer D2 sieht logisch aus. Was mache ich? Wahrscheinlich auch hier nach vorne. Ich sehe nichts Direktes. Lange Rochade, so aggressiv. Uiuiui. Turm E8 ist auch wieder sehr Leguan-mäßig gespielt. Ich gehe mal weg mit der Dame hier. Ich bin einfach nicht in der Lage, diese Partien schnell zu gewinnen. Also ob ich sie überhaupt gewinnen kann, ist noch eine andere Frage. Ich kann sie auf jeden Fall nicht schnell gewinnen. Das scheint doch ein Problem zu sein. Jetzt versuche ich hier ein bisschen rumzustressen. Turm D3. Ich spreche nach F4, Gabel. Läufer schlägt E5, soll der F6 funktionieren, hoffe ich. Also hat der Läufer nicht so viele Felder. Mal gucken, was da kommt. Ich glaube, A3 war nicht die Lösung. Geht das nicht, F6? Doch, oder? Achso, dann Dame D2. Das wird noch schlauer machen. Ich sehe es einfach nicht. Mein Gefühl sagt mir, ich habe mit Sicherheit einen Trick, aber mein Kopf sagt mir, ich sehe den Trick leider nicht. Och man, immer spielen die anderen Kinder gute Züge. So, dann B3 Schach. König geht weg. Ja, toll ist nicht. Keinerlei Furcht. Das ist nicht die Marschrichtung, die ich mir für meinen Springer erträumt hatte, wenn ich ehrlich bin.
Was soll man machen? So, uns bis hinten reinstellen hier jetzt. Droht was? Lauf F6 droht erstmal noch nicht. So schnell fährt sie irgendwo hin zurück, ne? F3, Lauf F6, ich da welche Tricks. Oh, ich habe auch keine Zeit mehr. Wie schwach ich Schach spiele. Es ist frustrierend, meine Damen und Herren. Es ist wirklich sehr, sehr frustrierend. Was ihr? Oh, ich bin so traurig. Ich dachte, ich hätte noch Zeit. Ich habe Zeit auf die Uhr geguckt. Ich hätte noch 7 Sekunden oder so. Habe ich 7 Sekunden gebraucht, um meinen Turm da zu justieren? Hä? Chat, ich beantrage eine Wiederholung. Stark gespielt hier, Fabiola. Eieiei. Wenn ich keine Partien gewinne, wäre es auch echt schwer mit Turniergewinn. Gerade so gegen 1900, ne? Naja, hat er oder sie echt stark gemacht. So, muss der Springer hin, hier rüber. Darm tauschen wir ja echt nicht. Heieiei. So. Ähnliche Stelle habe ich heute gesehen bei Raga gegen Alireza. Da komme ich nicht weg, oder? Sprecher B4. Die kennen auch alle. Keine Furcht vor gar nichts. So, vor oder zurück? Bringt mir das hier hinten irgendwas? Wahrscheinlich nicht, wenn wir ehrlich sind, ne? Obwohl es irgendwie lacht der Zug mich an. Ach komm, schlimmer kann es eh nicht werden. Sollte man nie sagen. Schlimmer geht immer. Ich dachte, jetzt kann ich hier hin. Paul Brown. Müssen wir gleich Druck machen hier. Kein so guter Zug, Turm B8 ist besser, oder? Läufer B7 wahrscheinlich auch. Aber das war früher. Früher war das eine Variante, Läufer nach G4. Hat sich eigentlich zu Recht nicht durchgesetzt, vermutlich. Läufer E3, okay, das kommt für mich überraschend. Das ist vielleicht nicht schlecht, aber es kommt überraschend für mich. Na gut, nehme ich weg, oder? In dieser Struktur hat man wenigstens immer ganz gute Konterchancen auch. Nur, wie spielen wir das hier? Springer A5, C5 oder gleich B4.
Ich mach mal so, aber nicht sicher, ob das die Lösung ist. Hier gehen wir weg, oder? Citrix. Hier stehe ich doch jetzt gut, oder nicht? Das mal fetche. Den Springer nach C6 stellen sollen, um hier Auge auf den Bauern zu behalten. Aber auch so sieht okay aus. Tausche ich einfach alles oder geht das schlauer? So, Dame schlägt, Dame A4, Schach, Springer F8, ungern, aber macht überhaupt nicht. Dann gewinnen wir hier erstmal ein bisschen Raum, würde ich sagen. Verlockend hier rein zu laxen. Ich glaube, da steht mein Springer auch nicht gut genug für. So muss ich erstmal die Stellung irgendwie versuchen zu verbessern. Fohlen. Könnte passieren, dass ich eine Figur weniger habe auf einmal, statt einer klar besseren Stellung. Aber irgendwas immer. Das war nicht so schlau. Steht zum Glück sehr schlecht. Wäre auch gleich verbessert. So, Dame F6, der Zug, den man spielen will. Och man, warum kann ich schnell rechnen? Dame E2, was passiert da? Springer G2, Springer F3, König G3, der bringt mir auch nichts, ne? Es geht garantiert irgendwas, aber meine Zeit tickt schon wieder runter. Warum stelle ich jetzt alle Bauern ein? Ich bin traurig. Wirklich alle Bauern, ne? Mann, 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 ey.
Ich will nach Hause, hat noch 3,8 Sekunden. Meine Uhr läuft aber auch extra schnell, oder? Heieiei. So, neues Ziel, Top 100 in diesem Turnier. Ja, schön gespielt, Paul Brown. Läuft bei mir. Okay, Aufholjagd. Ich habe auch so gewonnen, ey. Wie viele Bauern habe ich? 17 Bauern nach der Anschlägt D3 ungefähr. Ich stelle sie alle ein. Und sperren so langsam. Ich gucke mal auf die Uhr, sehe, ich habe mehr Zeit. Und zack, nächstes Mal gucke ich auf Zeitverlauf. Shadowmate. Timothy Shadowmate. Ist das eine Variante? D4, EF6 ist gut für mich, das erkenne ich. Tschüss für Ursituation. Komm, Shadowmate. Können wir wenigstens einen schnellen Sieg? Ich habe eine Figur mehr. Nö, sagt Shadowmate. Interessiert ihn kein Stück. Gewonnen. Läuft doch. Kriegt man auch Punkte für Negativserien? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann ja mal passieren. Ich fühle mich jetzt gegen jeden über 2000, fühle ich mich eigentlich fast hoffnungslos ausgeliefert. Nichts mehr mit dem Plan von schnell gewinnen. Ich versuche zu überleben. Das Ziel ist Überleben. A5, weiß ich nicht, komischer Zug wahrscheinlich. B4 verhindern, aber das so. Priorität Nummer 1 ist Turm B1, verstehe ich nicht ganz. Geht das? Ist das durchgezählt? Kann ja mal passieren. Schlägt, dann kommt Turm, schlägt einen Dame B3 Schach. Na gut. Was die Leute alles sehen. So, was mache ich? Sprecher D4, ist das gut oder ist nicht so? So gut, ne? So, DE wäre liguanisch solide, FE ist ein bisschen unsolider. Ah, hier komm. Ich muss ja irgendwann eine Partie gewinnen.
Puh. Also kann ich was Gemeines machen? Nicht so richtig, ne? Sprech 2, Sprech C3 habe ich, um da irgendwie so eine Qualle einzusammeln. Okay, was Besseres. F6, H4. Vielleicht dann Sprech 2, Sprech C3 oder so. Weiß nicht. Komm, wahrscheinlich Läufer G5, damit E7. H6, GH. Okay, ich muss wahrscheinlich nach H1, KF1 stellen. Immerhin läuft jetzt hier 4 Schach noch drin. Kommt leider auch. KF1, was können wir machen? Turm F3 bringt nichts. Nach Dame D8. Spritz C3. G5. Mal ziehen soll er nach dem. Schlägt, okay. Schlag. Ich dachte, jetzt gewinne ich einfach eine Qualle und Drops gelutscht. Tut der 7 kein so schönes Feld, gebe ich zu. Ich habe Zeit verloren. Ich habe schon wieder vor meinem geistigen Auge die Uhr auf 0:00 springen sehen. Ist sehr blamabel, dass ich so viele Partien auf Zeit verliere. Ich habe echt. Ja. Ich habe gewisse Schwierigkeiten. So, Paul from St. Petersburg zieht da vorne seine Kreise. Weiß man, wer das ist? Ronaldinho. Lässt sich nicht ein auf mein dämonisches Mauergambit. Der Ronaldinho. Erkennt er nichts. Da komm schon mal so. Ich weiß nicht, wie die Variante ist. Ich glaube nicht gut für Weiß. Sprech A5, Sprech C3 ist irgendeine alte Zocker-Variante. Naja. Irgendwas müssen wir ja machen. Ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Fast noch schlimmer.
Sieht ein bisschen langsam aus, aber vielleicht auch okay. Ja, sieht ehrlich gesagt auch okay aus. Soll ich den Bauern schlagen? Das kostet natürlich ein bisschen Momentum. Was würde ein aggressiver Spieler spielen? Ja, H4, oder? Oh, H4 ist eigentlich Suizid. Aber Ronaldinho vertraut mir. Oder was heißt vertraut mir? Ich glaube, H5 müsste nicht sein. Vielleicht. Der Bauer hängt, aber dann Läufer G3 und hoffen, dass irgendwas funktioniert. Immerhin habe ich hier einen Freibauern. Hier Dame F5 sehe ich im Moment noch keinen so schlauen Zug, leider. Vielleicht mangels schlauer Züge auch in der Stellung. Sie stand vielleicht doch wieder nicht so toll, wie ich mir das vorgestellt hatte. Oh ja. H4, H3 ist ein Thema. Muss ich, glaube ich, mich um den Bauern schnell kümmern. Er ist mir doch zu gefährlich. Er ist ganz gefährlich. So, jetzt läuft er da irgendwie rein. Dann gucken wir. Vielleicht ist er mal Türmsche. Die Dame fühlt sich ein bisschen wackelig an, da kann ich die erwischen. Hier läuft C3, habe ich übrigens auch nicht gerechnet. Ich hoffe, das wäre gut gegangen. So, Turm H4 oder Turm E3. Wahrscheinlich Turm E3, ne? Nicht durchdrehen. F8. Die können wir tauschen. Erstmal Schach tun. Dann ein bisschen Verwirrung stiften. Und dann auf Zeit gehen. Ronaldinho, danke für die Partie. Yaturanan. Bisschen langweilig, solche Stellung immer, ne? Was macht man hier? Figur
Guck mal, auf dem Brett behalten, auf doof mit C5. Sieht irgendwie falsch aus. Naja, es fühlt sich zu falsch an. Nicht gut gespielt. Also den Bauern schlagen wir gleich einigermaßen akzeptabel für mich, aber ich dachte einfach, ein Zug wie Springer D2 oder so. Bin ich auch nicht so happy mit der Gesamtsituation. Aber vielleicht ist das ja auch nicht so toll, wenn wir ehrlich sind. Der Turm auf A7 halt, naja, steht merkwürdig, sage ich mal. Irgendwie aus dem Tor meine Punktmarke den nach B7 oder so bringen. Wahrscheinlich Quatsch, ne? Ich muss einfach ihn zurückbringen eines Tages. So, Turm ist wieder am Start. Und dann sehen wir jetzt mal weiter. C6. Weiß ich auch nicht. Springer H3, wie geht das aus? Dann der Springer wegzieht. Der Springer ein Feld. Springer E1. Springer G5. Ach, mal gucken. Hä? Oh nee, ich halluziniere schon wieder. Ich dachte, der hängt. Schön gespielt, Jan. Ich dachte ungelogen, dass dieser Springer ungedeckt ist. Dass ein Turm schräg ziehen kann. Ich will nach Hause. Wirklich sehr beschämt schon wieder. Springer 5, Turm G1, da wäre ich auch schnell matt leider gleich. D1. Vielleicht langsamer matt. Aber matt ist halt auch matt, ne? Ich glaube, ich muss ins Endspiel, das ist alles nichts. Ah, ne, F7 hängt. Naja, ist halt schlecht, eine Figur weniger zu haben, so kann man sich das mal merken. Damen können wir nicht auch noch tauschen, Francesco. Noch ein bisschen Hoffnung. Spiele jetzt nicht mit meinen Gefühlen, Herr Turanan. Du spielst mit meinen Gefühlen. Sich geschlagen. Ja, jetzt steige ich auch tatsächlich auf Gewinn. Eieiei. Frank Steenbeekers. Das gute Französisch.
So, ich kenne keine Theorie, er ist bestimmt besser für Weiß. Schwarz C6 sieht aus wie eine Quatschvariante. Ich glaube, Läufer B5 kann man auch spielen. Mal schauen, was passiert. F6 schlage ich dann und auch hier, oder was macht man? Versuchen die Stellung zu öffnen, oder? Ich sehe noch nicht genau, was nach Sprengel 5 passiert. Ich hoffe nur, dass irgendwas passiert. Die Leute wollen, dass was passiert. So weit, so gut, dachte ich. Aber vielleicht ist es gar nicht gut. Vielleicht weiß Frank, was er hier tut. Ich weiß es mal wieder nicht. Das ist der arme Bauer hier. Alleine und verlassen. Tja, ist gar nicht so toll, wie ich gehofft hatte. Schade, Schokolade. Ich sehe keinen sinnvollen Zug. Ich so versuchen, aber es war nicht alles von langer Hand geplant, sagen wir mal. Ich glaube nicht, dass es gut ist, aber was sonst? Nichts zu überlegen, schlagen zurück. Dann Läufer F6 oder so und Schwarz steht leider recht anständig. So, wo müssen die Figuren hin? Ach, kein Plan, nicht sehr gut. Ah, Turm 1 auf A4. Sehr brillant. Natürlich auch wieder nicht gesehen. Schön gespielt. Kein Remis. Bietet Remis an. Warum das denn? Ist doch gut. Ich habe nicht so viel konstruktive Züge hier, leider. In die Zeit aus, starke Partie von Frank Steenbeek. So, Paul from St. Petersburg hat hier einfach mal 57 Punkte. Wer ist Paul from St. Petersburg? Schachweltmeister?
Da ist er ja. Ist Schachgroßmeister. Der gewinnt aber immer. Ich sehe manchmal auch nicht, wenn ich dran bin. Wie auch immer gemein. Ich greife erstmal die Dame an auf doof. Hat er sich nicht schlagen lassen, die Dame. So, was macht man jetzt? H6, schlägt, schlägt. Zeit für C6. Ich weiß auch nicht, was im Schach bis los ist. So. Fetsche, du bist dran. Und nun, Läufer steht auch ein bisschen sinnlos in der Gegend jetzt, ne? Was ja Läufer D2 oder sonst so Sinn macht. Das sieht irgendwie gekünstelt aus. Auch immer gut, wenn man über drei Züge nachdenkt und dann einfach auf doof Zug 4 macht. Okay, Störung kann so schlimm nicht sein. Wir gehen nach Hause. Oder? Vielleicht soll ich sogar mal einen aktiven Zug machen zur Feier des Tages. Greif den Springer an, das ist ja schon mal dämonisch. Fällt leider nicht auf meinen brillanten Trick rein. Scheint auch ein Schachfuchs zu sein, der. Vorhin mit der Dame, Dame E6, Läufer F4, Springer C3. Immer, ich versuche zu rechnen, klappt es eigentlich nicht. Ich bin auch so eingeschüchtert durch meinen ganzen Einsteller schon. Ich mache einen Zug. Ich sag nur, ich bin so eingeschüchtert, dass meine ganzen Einstellungen dann Laufschicht B8. Aus heiterem Himmel. Aus heiterem Himmel. Ich nicht kommen sehen. Normalerweise, wenn man was einstellt, dann hat man wenigstens diesen Oh no! Moment. Ich höre nicht mal den. Oh, Laufschicht B8. Zack. Überraschend. Läufer ziehen jetzt schräg neuerdings.
F5, schon gespielt, schon gespielt. Nee, Chat, es ist tragisch. Ich habe nicht gesehen, dass mein Turm geschlagen werden kann. Ich sollte mehr Schach spielen in meiner Freizeit. Ich glaube, das ist die Lösung. Denn es ist ein bisschen blamabel. Ich hatte eine sehr gute Stellung. Und dann, zack. Tschüss, Turmsituation. Ach ja, bin traurig. Ich hab's wirklich nicht mal kommen sehen. Ach, ich freue mich schon auf die Highlight-Videos auf dem Chess24-Kanal. Ich soll einfach versuchen, alles zu tauschen, schnell. Ich glaube, das ist die beste Chance, die ich jetzt habe. C8. So, was muss wohin? Jetzt kann ich auf E8 schlagen, ist das gut? Wahrscheinlich ist gut genug, er ist noch direkter. Kein Stress hier.
Leipzig geschlagen. 5 Minuten haben wir noch im Turnier, wenn ich das richtig sehe. Da schaffe ich auch locker noch eine halbe Partie gegen Doppelangriff. Kann mir zum Glück auch nie merken, wie das hier funktioniert. So lange. Doppelangriff kennst du ja alles, ne? Doppelangriff, du Monster. Das sieht logisch aus. B6 vielleicht. Hat mal ein Doppelangriff aus dem Buch gebracht, schon mal gut. Einen stolzen Preis. Nein, was selber. Kann ich hier wegnehmen, Läufer beachten, das geht aber nicht, ne? Wie spielt man das denn am schlauesten? Fälsche? Oder lieber auch Figuren rausbringen? Vielleicht auch Figuren rausziehen. Ich überlege, ob ich nach Springer C6, A6 irgendwas habe. Ich sehe es nicht so richtig. Da muss ich wahrscheinlich hier wegnehmen. Das ist ein bisschen lame. A4 bringt auch nichts, oder? Bringt nicht so viel, jedenfalls. Ich muss, glaube ich, normal spielen. Schweren Herzens. Bauen weniger, aber recht kompakte Stellung dafür. Wahrscheinlich halbwegs okay. Normalerweise sollte man sich das erst überlegen und dann den Zug machen, aber ich probiere es mal andersrum. Läufer A3, Turm C2. Oder doch erst Läufer A4. Läufer A4 ist besser, oder? Dann haben wir noch Turm B8. Obwohl, ne, es war überhaupt nicht besser. Idiot, Alter. Ne, Läufer A3 war, glaube ich. Naja, dann, das kommt überraschend für mich. Ich wollte eben auch wieder Turm B8, Läufer schlicht B8 übersehen übrigens. Also wie in der letzten Partie. Ich lerne sehr, sehr gut dazu. Läufer von hier kann Turm hier schlagen. Note to self. Ach ja. So, na, da hängt auch. Ich sehe echt nicht mehr, welche Felder gedeckt sind. Hilfe! In so einer Situation mal schnell ein Luftloch machen. Auf doof. Ja, ja, ja. Kopierst du gleich, ne? Ich will echt jeden Zug einen Turm einstellen. Kann ich bitte aufhören, Türme einzustellen?
Ist lieber Türme schlagen, hat er viel mehr Spaß. Das Brett hat sich bewegt, habe ich es auch gesehen? Es war nicht ich, es war schwarze Magie. Oh, ich sehe nie, wann die Uhr läuft. Ich sehe es wirklich nicht. Warum sehe ich das denn nie? Ich verliere immer auf Zeit. Ich habe es irgendwie nicht im... Nein. So, Turnier vorbei. Stolzer 47. Platz für mich. German Hunter hat noch gewonnen. Er hat Paul from St. Petersburg noch abgefangen. Wegen das denn? Paul von St. Petersburg hat doch schon 10.000 Punkte. Glückwunsch an Rustam. Oh, ganz knapp nicht in die Top 10 gekommen. Trotz fantastischen Spiels von mir. Ja, ich gehe mich irgendwo in den Schlaf weinen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder.